Für die Cashew-Creme, 50 Gramm Cashew-Nusskerne, 75 Milliliter Wasser, 1 Esslöffel Zitronensaft, EL Apfelessig, Salz für Quinoa und Pilze, 60 Gramm rote Quinoaöl zum Anbraten, 120 Gramm kleine Eierschwämmchen, Klammer auf Pfifferlinge, Klammer zu, Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle zum Anrichten, 4 Frühlingszwiebelwurzeln, Wildkräuter und Schrägstrich oder Blüten zum Garnieren, 41 111 für die Cashewcreme, die Cashewkerne mit kochendem Wasser übergießen und eine Stunde darin einweichen. Abgießen. Mit 75 Milliliter frischem Wasser, Zitronensaft und dem Apfelessig in den Stabmixer geben und glatt pürieren. Mit Salz abschmecken und rund eine Stunde stehen lassen. Die Quinoa in kochendem Wasser weichgaren, in einem Sieb abgießen und gut abtropfen lassen. Das eins in eine Pfanne erhitzen. Die Pilze darin anbraten, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Quinoa auf die Teller verteilen, die Pilze und die Frühlingszwiebelnwurzeln darauf anrichten und mit der Cashewcreme beträufeln. Mit Wildkräutern und Schrägstrich oder Blüten garnieren. Zubereitungszeit, 20 Minuten, Einweichzeit, 1 Stunde Ruhezeit, 1 Stunde.